So, ich begrüße alle jetzt zum zweiten Bibelbuch, was wir anschauen im Rahmen dieser Bible Challenge. Und zwar wieder ein sehr schwergewichtiges Bibelbuch, eines meiner Lieblingsbücher überhaupt, das Buch der Offenbarung. Offenbarung hat ganz viel Christologie, also Lehre von Christus, auch etliche Sachen, die nirgendwo sonst im Neuen Testament stehen, aber in der Offenbarung stehen. Und man sollte es, wenn man die Offenbarung liest, zunächst auch mal lesen und im Gesichtspunkt, was lerne ich über Jesus? Ja, noch nicht so ganz, was kommt alles wann genau und was ist das und was ist das? Sondern das wäre eigentlich die erste Fragestellung, was lerne ich über Jesus? Und dann könnte man nochmal durchgehen, die Offenbarung lesen und was lerne ich über Gott, den Vater? Ja, und sein Gericht und so weiter. Und dann kann man versuchen, die Sachen so nach und nach zu ordnen. Es ist ein langer, langer Weg, bei der Offenbarung durchzublicken. Und es gibt wahrscheinlich keinen, der sagen kann, er hat alles voll im Griff und weiß, wie es zu verstehen ist. Ich habe einen Weg von über 40 Jahren, wo ich mich mit der Offenbarung beschäftige. Und die Erkenntnis hat einfach zugenommen. Und ich sehe heute vieles klarer, als ich vielleicht noch vor 3-4 Jahren gesehen habe. Also das ist ein lebenslanger Prozess. Und wir werden es noch sehen. Ich habe jetzt hier 18 Folien vorbereitet. Die kann man dann sich downloaden. Also von daher kann man jetzt hier ganz entspannt mal versuchen, einfach mitzudenken und das zu genießen. Und diese 18 Folien will ich jetzt relativ zügig mal durchblättern. Hoffe, dass ich danach noch ein bisschen Zeit habe, dass wir auf einzelne Dinge ein bisschen näher eingehen. Wenn ich jetzt anfange, auf einzelne Dinge näher einzugehen, dann komme ich auf jeden Fall nicht durch und das ist schlecht. Ja, von daher will ich lieber zügig machen und dann nochmal zurückgehen und einige Sachen noch ein bisschen nach und tiefer besprechen. Ja. Also, wir haben eine Dreiteilung im Buch der Offenbarung, die aus Kapitel 1, Vers 19 hervorgeht. Schreibe, heißt es dort, was du gesehen hast und was ist und was geschehen soll danach. Also ein ganz klarer Dreitakt, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Was geschehen soll danach? Heißt nicht, was nach der Entrückung der Gemeinde geschehen soll, sondern was einfach in der Zukunft geschehen soll. Und das ist natürlich ungleich verteilt von den Längen her, denn das, was du gesehen hast, betrifft ein Kapitel, das Kapitel 1. Und das, was ist, das sind die Sendschreiben an die Gemeinde, das betrifft zwei Kapitel, nämlich Kapitel 2 und Kapitel 3. Und alles, was von Johannes aus eigentlich zukünftig ist, von der Abfassung der Offenbarung aus zukünftig ist, das ist dann Kapitel 4 bis Kapitel 22. Und das ist der große Brocken, der herausfordernd ist, logischerweise, ja. Nicht alle Kapitel sind ganz schwergewichtige oder schwierige Kapitel. Es gibt auch richtige leichte Kapitel dabei. Aber es gibt einige, die richtig schwierig sind und richtig kompliziert und auch in der Auslegung sehr umstritten. Okay, das mag als Vorrede genügen. Und jetzt gehen wir einfach mal diese Folien durch. Ich sage hier und da noch ein bisschen was und versuche einfach nur mal ganz zügig diese Folien durchzuschieben, dass wir einen Überblick kriegen, was ist so der Inhalt von diesen 22 Kapiteln dieses hochkomplexen Buches der Offenbarung. Also wir haben, wie jedes Buch fängt es mit der Einleitung an. Ja? Und so fängt auch das Buch der Offenbarung mit einer Einleitung an. Der Buchanfang, die ersten 8 Verse, kann man sagen. Und da steht alles das so drin, was man normalerweise in einer Einleitung auch so reinschreibt. Nämlich, wer ist der Urheber dieses Werkes? Letztlich dann Gott, was er durch den Engel, dem Johannes, dann gibt. Was ist der Zweck der Offenbarung? Es geht um die Offenbarung Jesu Christi. Kann man natürlich auch als Urheber verstehen, dass die Offenbarung ist, die Jesus gibt. Aber besser ist die Offenbarung über Jesus. Er ist der Inhalt, er ist der Gegenstand dieser Offenbarung. Das gibt viel mehr Sinn. Von der Grammatik auch natürlich völlig gut möglich. Also es geht darum, dass Christus geoffenbart wird. Und Gott macht das durch seinen Engel an Johannes. Eine Seligpreisung. Selig ist, wer da liest und bewahrt die Worte, die darin geschrieben steht. Das gibt es bei keinem anderen Buch. Wir haben also hier bei diesem Buch zu Beginn und auch am Ende eine Seligpreisung für die, die sich damit beschäftigen. Von daher ist es nicht angemessen, wenn Christen dann Bogen machen und sagen, ach, das Buch lasse ich links liegen, das ist mir zu schwierig. Ne? Gott ermutigt uns und sagt, beschäftigt euch damit, selig ist, wer das liest und wer die Worte dieser Weisung bewahrt. Der Verfasser wird genannt Johannes, das ist der Apostel Johannes. Und die Empfänger, die ursprünglichen Empfänger, waren zunächst mal diese 7 Gemeinden in Kleinasien gelegen, in der heutigen Türkei, könnte man sagen Westtürkei. Und die waren eigentlich an 2 großen Handelsstraßen gelegen, 2 römische Handelsstraßen, weil auch um dann auch Gebirge zu umgehen und so. Und die liegen wie auf einer Perlenschnur praktisch aufgereiht und werden praktisch nach geografischen Gesichtspunkten aufgereiht.
Also hat nichts mit Kirchengeschichte zu tun oder Prophetie. Es ist einfach geografisch geordnet. Wie der Überbringer der Offenbarung praktisch von Ort zu Ort reist, um diese sieben Gemeinden praktisch zu bedienen mit der Offenbarung. Ungefähr, wenn man sagt, also Konstanz, Singen, Villingen, Rottweil, ja, Böblingen, Stuttgart, Heilbronn oder so. Ja, so ist es mit diesen Gemeinden auch, von der Reihenfolge her. Dann Besonderheit, noch im Buch Anfang haben wir einen Segensgruß, das als solch nicht so besonders, das gibt es öfter, aber die Ausgestaltung, der Inhalt dieses Segensgrußes ist fantastisch, ist super. Ein toller Preisung Gottes in diesem Segensgruß. Und der ist trinitarisch aufgebaut, also es geht Gott Vater, dann der sieben Geister Gottes, also die Fülle des Geistes, und dann Jesus Christus, der Sohn. Und da wird am stärksten ausgewalzt. Es geht also am meisten von diesen drei Personen der Gottheit ist dann Jesus Christus betont hier bei diesem Segensgruß. Wenn wir noch Zeit haben, lohnt es sich, den noch anzuschauen. Das Thema ist das Kommen des Herrn in den Wolken. In Kapitel 1, Vers 7 oder 9. Moment mal. Wie sie heißt, siehe. Genau, Vers 7, 1, Vers 7. Siehe, er kommt mit den Wolken. Und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben, den Gekreuzigten. Und es werden wehklagen um sein Willen alle Geschlechter der Erde, heißt es hier. Aber das Ganze ist ja eine Weisung aus Propheten Sacharja. Und da geht es um Israel. Zunächst der redet, ist Jahwe. Also Jahwe wurde durchbohrt. Das ist eine von vielen Stellen, wo man Jahwe ist gleich Jesus die Gleichung machen kann. Und dort geht es dann, dass das Volk Israel praktisch zur Buße kommt und zur Trauer kommt, der Geist Gottes über Israel ausgegossen wird, wenn sie ihn sehen in den Wolken, den Durchbohrten. Ja. Und das ist der Moment, wenn Jesus kommt und Israel praktisch Jesus als ihren Messias erkennt. Halt. Also das Thema ist das Kommen des Herrn in Macht und Herrlichkeit in den Wolken, so wie er gen Himmel gefahren ist, ne? Und so wird er wiederkommen, so haben die Engel ja auch gesagt bei seiner Himmelfahrt. Siehe, er kommt in den Wolken, es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben. Und es werden Wehklagen um Seitwehen und dort in, heißt es, alle Stämme des Landes. Und dann der Stamm Levi besonders, Stamm Juda besonders und dann das Geschlecht Davids besonders, die Männer besonders. Also alles sehr israelisch bezogen dort in Sacharja. Und das wird hier zitiert. Also soll man wissen, es geht um Israel. Israel kennt hier den Messias bei seinem Kommen. Dann wird etwas von Johannes gesagt, dass er eben auf der Gefängnisinsel Patmos war, eingesessen hat, dort um des Zeugnisses von Jesus willen. Und dass am Tag des Herrn, also wohl der Sonntag, der Auferstehungstag, dass er ihn der Geist des Herrn dort ergriffen hat und dass er eine Vision hat, eine Schauung. Und er sieht Christus, hat eine Christusvision. Und er sieht Christus als Richter der Gemeinde, der inmitten der sieben Leuchter wandelt. Die sieben Leuchter wird dann identifiziert, das sind die sieben Gemeinden. Das sind auch diese Empfängergemeinden von den Sendschreiben und die die Offenbarung ursprünglich bekommen haben. Und der die sieben Sterne in seiner Hand hat. Und die Sterne werden dann mit den Engeln der Gemeinde identifiziert, wobei es dann sehr schwierig ist, wie ist das zu verstehen? Hat jede Ortsgemeinde einen Engel, der zuständig ist? Eher schwierig, wo ist da der Briefkasten von dem, dass er adressiert werden kann? Es ist Abgesandte der Gemeinde, ja, oder es ist der Gemeindeleiter, aber es gab eigentlich keinen Gemeindeleiter damals derzeit. Es gab ein Ältestenkollegium, was geleitet hat. Die beste Meinung, die beste Deutung ist eigentlich etwa, die nicht so ganz nahe liegt, aber doch finde ich die beste ist, dass es exegetisch ist, das heißt, dass die Engel als Gemeinde gesehen werden. Engel nämlich die Gemeinden. Das heißt, dass die Gemeinden einmal als Leuchter gesehen werden. Jesus wandelt inmitten der Gemeinde, die Leuchter sind, die also die Umgebung erhellen, da wo sie sind, den Standort, wo sie erhellen. Und dass Jesus auch die Gemeinden sieht und in seiner Hand hat, die seine Botschafter sind, seine Angelos, nämlich seine Boten. Seine Botschafter. Also die Gemeinde hat als Botschafter den Auftrag, das Evangelium bekannt zu machen, im großen Umkreis, aber auch vor Ort zu leuchten. Das ist für mich die beste Erklärung, als jetzt jede Gemeinde hat einen Engel. Aber das ist nicht teils entscheidend.
Dann, was ist, sind die 7-Cent-Schreiben. Und die haben dann diese Reihenfolge, die sich geografisch erklären lässt, also entlang dieser zwei Verkehrsstraßen. Von Ephesus kommt man nach Smyrna, dann nach Pergamon, dann nach Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laodicea. Also einfach ganz normal der Weg von A nach B. Und ich halte überhaupt nichts von dieser kirchengeschichtlichen Auslegung, aus verschiedenen Gründen. Weil es sind hier einfach seelsorgerliche Schreiben. Es hat nichts mit Prophetie zu tun. Und wir haben die Situation gleichzeitig in diesen 7 Gemeinden. Und zu allen Zeiten haben wir Gemeinden, die unter Verfolgung leiden, Gemeinden, die irgendwie wohlhabend sind, die aber lau sind. Wir haben Gemeinden, die missionarisch aktiv sind. Es gibt es immer zu allen Zeiten gleichzeitig. Ja, es ist nicht so, dass die Kirchengeschichte exakt in solche Zeitalter geteilt wäre, wo das die Phase ist, die Phase, die Phase. Es ist einfach Unsinn. Es ist einfach hineininterpretiert in die Schrift. Ist nicht sinnvoll. Diese Sendschreiben haben alle den gleichen Aufbau. Das kann man exemplarisch mal an einem sehen. Wenn wir zum Beispiel ein kürzeres nehmen, nehmen wir mal Sardes als das 5. Gemeinde. Dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe. Also wenn der Engel jetzt nicht der Gemeindeleiter oder irgendein Abgesandter der Gemeinde ist oder so, oder buchstäblichen Engel, dann ist es dem Engel, also dem Boten, nämlich der Gemeinde zu Sardes schreibe. Ja, die Gemeinde wird einfach als Bote angeredet. Das macht für mich am meisten Sinn. Also wir haben diesen Schreibbefehl, das an die Gemeinde so und so geschrieben werden soll. Und dann das Nächste, was kommt, ist, das sagt der, eine Selbstvorstellung Jesu. Hier heißt es, das sagt der, der die 7 Geister Gottes hat und die 7 Sterne. Ja, also etwa eine Selbstvorstellung Jesu und die Elemente, die hier kommen als Selbstvorstellung Jesu, die waren alle in der Christusvision in Kapitel 1 vorhanden. Also sind praktisch daraus genommen und werden praktisch hier benutzt und auch mit Bedacht benutzt. Jede Selbstvorstellung Jesu hat gerade eine gute, macht einen sehr guten Sinn, gerade bei der Gemeinde, dass sie sich da hier so vorstellt. Ja, das ist alles sehr überlegt. Dann kommt die Bestandsaufnahme. Ich kenne deine Werke. Ja, und dann, in dem Fall hat er nichts. Du hast den Namen, dass du lebst, aber bist tot. Und dann kommt eine Aufforderung, sich zu ändern, also der Bußruf sozusagen, werde wach, stärke das andere, das sterben will und so weiter. Und dann auch so eine Warnung, wenn du nicht wachen wirst, oder wenn du nicht Buße tust, dann passiert das und das. Ja, so typisch. Und dann noch, also Lob und Tadel kommt. Und dann auch der Überwinderspruch am Ende. Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden. Und ich werde das und das mit ihm machen. Und dann schließt es noch, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Den Gemeinden. Also jedes Sendschreiben hat auch eine Botschaft an alle Gemeinden. Also man kann sich da wie so im Spiegel auch wiederfinden. Und jede Gemeinde kann auch mal vielleicht Ephesus ähnlich sein oder kann Sardes ähnlich sein oder kann Philadelphia ähnlich sein. Also einfach eine bleibende Botschaft. Diese 7 Ortsgemeinden sind praktisch eine ganze Vielfalt von Gemeindesituationen, werden hier abgebildet und die stehen praktisch stellvertretend für die ganze Gemeinde Jesu. Ja. Also das sind die Sendschreiben, die dieses Muster haben und es fällt auf, dass 2 nicht getadelt werden, die nur Lob empfangen. Smyrna bekommt nur Lob, dass die Gemeinde unter Verfolgung ist. Und das duldet. Und Philadelphia bekommt nur Lob, ist eine kleine Gemeinde, aber die am Wort ist und missionarisch ist. Ja? Und die am Wort Gottes festhält. Und die werden nur gelobt. Und eine Gemeinde, die besonders reich ist, die so besonders wohlhabend dünkt, die wird nur getadelt, da ist nichts Positives. Bekommt aber trotzdem eine fantastische Verheißung, wer überwindet, wird mit mir auf meinem Thron sitzen. Ja? Also die wird auch von Jesus nicht aufgegeben, die Laodicea-Gemeinde, aber es war nichts zu loben oder ist nur zu tadeln und die müssen unbedingt umkehren. Ja. Okay, das mag noch genügen. Die Sachen haben dann auch noch sehr lokal Kolorit, könnte man sagen, also dass praktisch vielerlei Anspielungen in den Sendschreiben sind auf die Situation der Gemeinde. Zum Beispiel die Sache mit dem Lau. Ja, du bist lau. Da gab es eine Wasserleitung von den heißen Quellen von Kolosse nach Laodicea, über so eine 10 Kilometer lange Wasserleitung. Und es kam aus heißen Quellen und in Laodicea kam das lauwarm an. Und da sage ich, kalt wär's oder warm wär's, da kann man was mit anfangen. Ja? Aber mit lauwarm nichts. Ja. Oder wenn dann Jesus sagt, kauf dir Kleider von mir. Laodicea war bekannt für seine Textilindustrie. Oder Gold, reines Gold von mir.
war bekannt für sein Bankenzentrum. Ja. Und Augensalbe von mir, die sind reich geworden durch den Export von einer Augensalbe. Ja. Also das sind so Anspielungen, wenn man den Hintergrund weiß, die Geschichte des Ortes weiß, die wirtschaftlichen Verhältnisse, religiösen Verhältnisse und so weiter, dann kommen die Sendschreiben noch mehr zum Leben. Das spricht auch noch viel mehr gegen diese kirchengeschichtliche Auslegung. Das sind einfach auf die konkrete Situation bezogen. Okay, das ist das, was ist. Lob und Tadel in den Gemeinden. Und jetzt steigt es ein in das, was kommen wird. Und es beginnt mit einem fantastischen Bild und es richtet unseren Blick in den Himmel. Auch ganz wichtig, methodisch gesehen, nicht auf irgendwelche schwere Dinge hier auf der Erde, die kommen schon auch noch. Aber der Blick wird erstmal in den Himmel gerichtet. Und zwei Kapitel lang, Kapitel 4 und Kapitel 5, haben wir einen Blick in den Himmel, der so nirgendwo sonst in der Bibel gegeben wird. Also hier haben wir den besten Einblick, wie es im Himmel ist, in der ganzen Bibel, Offenbarung 4 und 5. Auch was Anbetung betrifft, kann man natürlich in den Propheten manches lernen und in den Psalmen, aber Kapitel 4 und 5 sagt uns auch sehr viel über Anbetung. Es ist mal auffallend, dass sie sehr rhythmisch ist, sehr kurze Hymnen, sehr zentrale Inhalte und dass es immer um Gott geht, nicht um Menschen und solche Sachen. Also kann man vieles lernen. Diese zwei Kapitel sind deutlich getrennt, dass es im ersten Kapitel um Gott, den Schöpfer, geht und in Kapitel 5 dann kommt Jesus ins Bild dazu als Löwe und Lamm und er ist der Erlöser. Und in Kapitel 4 wird die Thronumgebung beschrieben und also jemand sitzt auf dem Thron, Gott, vor dem Thron ist wie so ein gläsernes Meer, also völlige Ruhe, Stille, total entspannt, wenn also so ein ruhendes Meer ist, also ist alles Toben, Turbulenzen der Weltgeschichte ist da praktisch ausgeblendet, ist einfach die Ruhe selbst hier, so ein ganz total glattes Meer, wie Kristall. Und dann sind vier Wesen mit voller Augen um Gott herum und die beschirmen praktisch seine Heiligkeit und die rufen heilig, heilig, heilig. Ist Gott der Allmächtige, der war, der ist und der da kommt. Auch sehr rhythmisch, sehr, die Zahl 3 spielt eine große Rolle. Und um diese vier Wesen, also der Thron in der Mitte, die vier Wesen drumherum, dann kommen die 24 Ältesten in einem weiteren Kreis. Die ist dann umstritten, wie man das verstehen soll. Viele sehen das als die vollendete Gemeinde, bestehend aus Juden und Heiden, die im Himmel praktisch repräsentiert ist. 12 Stämme Israels, 12 Apostel, das ist eine gute Möglichkeit, gibt es manche gute Gründe dafür. Aber es gibt auch andere Sachen, die diskutiert werden. Manche sagen, es diese 24 Ältesten eine himmlische Priesterschaft, weil alles, was auf Erden gemacht wurde, ist mit dem Tempel, Stiftshütte und so, das war ein Abbild des Himmlischen. Und wir haben bei der Priesterschaft haben wir 24 Ordnungen. Die wurden also in 24 Abteilungen eingeteilt und jeder hat dann einen Monat zu dienen. Die Zahl 24 und diese Priesterordnung mag zusammenhängen. Also ist auch eine Möglichkeit, kann man biblische Gründe vornehmen. Es wäre dann P und E wäre Engel, dass die 24 praktisch dieser himmlische Thronrat ist, dass da, von dem wir in der Bibel lesen, dass Gott im Himmel thront und die Elohim, Bene Elohim, da zu ihm kommen und er mit ihnen ratschlagt, was hier und da so zu machen ist. Auch das ist eine Möglichkeit. Also man kann sich hier nicht hundertprozentig festlegen. Es sind alle drei Dinge theoretisch denkbar. Am meisten wird allerdings die Gemeinde gesehen und hat auch die Berechtigung, dass wir mitsitzen in der himmlischen Herrlichkeit, in den himmlischen Örtern, in Christus. Ja. Die sieben Geister vor dem Thron Gottes sind nicht irgendwelche Engel, sondern ist wohl die Fülle des Geistes Gottes. Sieben, also die Zahl der göttlichen Vollkommenheit. Und auf dem Messias ruhte auch der Geist siebenfällig nach Jesaja 11, Vers 2. Und so, dass die sieben Geister Gottes, die auch im trinitarischen Segensgruß vorkommen, Kapitel 1, ja, Gnade und Friede von Gott und dann von den sieben Geistern vor seinem Thron, das passt nicht mit Engeln, dass Gnade und Friede von den sieben, von irgendwelchen Engeln kämen. Ja. Also das ist ziemlich sicher, die sieben Geister Gottes ist die Fülle des Geistes Gottes. Also der Geist Gottes ist sehr gegenwärtig. Und es kommt zur Anbetung und Huldigung Gottes. Gegenstand, Inhalt der Anbetung ist, dass er wegen seines Wesens angebetet wird. Also, könnt ihr auch kurz mal lesen, Kapitel 4, zum Beispiel heißt es hier, heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt.
Das ist so unter Anbetung. Oder dann, wenn die 24 Ältesten anbeten, und da heißt es, sie legten ihre Kronen nieder und sprachen: Herr, unser Gott, du bist würdig zu nehmen, Preis und Ehre und Kraft. Wieder drei: Preis und Ehre und Kraft. Denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Also die Dreizahl ist auch sehr auffällig hier immer, dreieiniger Gott. Das hat alles sehr Maß und Rhythmus und Ziel. Also Gott, der Schöpfer, der alles geschaffen hat, und Gottes Wesen als dieser heilige, der ewige Gegenstand der Anbetung. Und dann kommt in Kapitel 5 Jesus Christus ins Spiel, das Lamm und diese Buchrolle, die in der Hand Gottes ist. Und niemand kann diese Buchrolle öffnen. Johannes ganz traurig weint, dass niemand würdig ist, weder im Himmel noch auf Erden, noch unter der Erde, im Totenreich. Niemand ist würdig, diese Buchrolle zu öffnen. Und das ist ganz traurig, dass sie nicht geöffnet werden kann. Und dann sagt der Engel: Weine nicht, denn es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda. Der ist berechtigt, diese Buchrolle und diese Siegel zu brechen. Und so kommt dann das Lamm dahin. Und dann stimmen die vier Wesen in den Lobpreis des Lammes ein, wird das Lammangebet von vier Wesen. Dann wird die 24 Ältesten werfen sich nieder und beten das Lamm an. Und dann das Engelheer, eine unzählbare Schar von Zehntausende von Engeln auch noch, und die beten auch das Lamm an. Das ist eines der wichtigsten Argumente, weshalb Jesus kein Engel sein kann, sondern Gott sein muss. Wenn er angebetet wird, würde Gott nie akzeptieren, dass jemand, der nicht Gott ist, angebetet wird. Ja. Also natürlich ist Jesus wahrer Gott, er wird angebetet, dass sie den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Ja, das geschieht hier. Und dann nicht nur das Engelheer, sondern heißt auch die ganze Schöpfung. Also alles, was auf Erden ist und unter der Erde ist, alle Totalanbetung des Lammes. Und das ist natürlich jetzt, sagen wir so, zur Zeit von Johannes dem Apostel war das noch nicht die Realität. Ist auch heute noch nicht die Realität, dass alle Menschen, alle Geschöpfe das Lamm anbeten. Sondern das ist das finale Ende, worauf die Geschichte hinauslaufen wird, was das Ziel aller Dinge ist. Hier wird uns das Ende, das Ziel aller Dinge gezeigt. Das ist, dass Gott der Vater angebetet wird und das Lamm angebetet wird von der gesamten Schöpfung. Und das ist dann nichts anderes, als was Paulus in Philipper 2 schreibt, ja, dass im Namen Jesus sich beugen müssen alle Knie, alle im Himmel, auf Erden, unter der Erde, und bekennen müssen, dass er der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Ja. Also, und bevor es praktisch losgeht, auch mit den ganzen Gerichten und Trübsalen der Offenbarung, alles, was da an auch schlimmen Dingen bevorsteht, wird praktisch das gezeigt. Das ist das, worauf alles hinauskommt. Die totale Anbetung des Vaters als Schöpfer, auf seine Eigenschaften, und die Anbetung des Lammes wegen der Erlösung, weil er sein Blut für unsere Sünden gegeben hat. Und mit dem im Blick können wir dann auch die anderen Kapitel anschauen. Und in der Offenbarung kommen wir immer wieder auf diese Thronszene zurück. Da wird immer wieder angedockt, verlinkt mit dieser Thronszene. Werden wir noch sehen. So, jetzt geht's weiter. Kapitel 6 ist eines der richtig schwierigen Kapitel, auch umstrittenen Kapitel. Und ich habe auch selber lange gebraucht, bis ich da das so sehe, wie ich das heute gesehen habe. Hat Jahrzehnte gedauert. Bin also mit einer gewissen Auslegungsprägung da herangeführt worden und habe dann aber auch im Laufe der Zeit erkannt, dass das so nicht passen kann. Gelehrt wurde ich folgendermaßen: Es gibt ja diese sieben Siegelgerichte oder sieben Siegel, dann gibt es sieben Posaunen und sieben Zornesschalen. Insgesamt 21, 3 × 7 = 21. Und als ich meine Karriere mit Bibellesen so angefangen habe, in unserem eschatologisch oder endzeitlich orientierten Hausbibelkreis, da hatten die sehr konkrete Vorstellungen. Und da war die Tradition, dass es also Dinge, die nacheinander ablaufen. Auch die Entrückung der Gemeinde wurde in der Mitte der Trübsal gesehen, dort in dem Kreis. Und es läuft ab, und entscheidend war die Auslegung des ersten Siegels, dieser Siegeszug, dieser weiße Reiter auf dem weißen Pferd, der da kommt, um zu siegen, dass das der Antichrist ist. Und das folglich praktisch alles, was jetzt da kommt, eben in der Zeit des Antichristen gehört, und dass im Gefolge vom Antichrist dann Krieg, Hunger, Seuchen ist und so weiter. Und dass auch das sechste Siegel dann nur eins von vielen Gerichten ist, und dass halt dann das siebte Siegel kommt, danach die erste Posaune, danach die zweite und so weiter, bis siebte Zornesschall und so weiter. Manchmal wurde dann auch gesagt, dass das siebte Siegel, weil da eigentlich gar nichts besonders los ist, dass das siebte Siegel praktisch nur die Eröffnungsfanfare ist von den sieben Posaunen.
und die siebte Posaune nur die Eröffnungsfanfare von den sieben Zornesschalen. Ja, aber im Großen und Ganzen ein Nacheinander, dann waren es halt nicht 21, sondern eigentlich 19 verschiedene Gerichte, die nacheinander so abtreffen. Das war das, wie ich aufgewachsen bin und wo ich dann einfach mit der Zeit gemerkt habe, dass es irgendwie nicht passt, dass es irgendwie nicht rund ist. Zwei Dinge hier in Kapitel 6 sind mir aufgefallen, was nicht rund ist, also drei Dinge eigentlich, aber zwei Dinge vor allem. Einmal die Märtyrer, das ist überhaupt kein Gericht, das ist einfach nur ein Fakt. Ja, also das passt nicht in das Schema, dass es alles Gerichte sind. Gott richtet nicht die Gläubigen, indem er Märtyrer produziert oder so. Das hat was ganz anderes. Ja. Es ist kein Gericht über die Welt. Also die Sache mit dem fünften Siegel ist kein Gericht. Auch das siebte Siegel ist kein Gericht. Ja. Also da passt manches nicht. Dann das andere ist vor allem, dass das sechste Siegel, was hier kommt, das eigentlich nicht vorstellbar ist, dass es nach dem sechsten Siegel das Leben hier auf Erden einfach noch so normal weitergeht. Sondern dass das offensichtlich, wenn man genauer hinschaut, dass es total parallel mit den Zeichen, die nach der Trübsal von Jesus benannt werden, Matthäus 24, Lukas 21, Markus 13, was nach der Trübsal kommt, unmittelbar vor der Wiederkunft Jesu. Nämlich diese kosmischen Zeichen und dann erscheint das Zeichen des Menschensohnes und Jesus ist da. Ja. Und auch das gewaltige Erdbeben und so weiter. Also das passt nicht, dass es nur eins von noch vor den Posaunengerichten ist und noch vor den Zornschalen. Das ist immer auch das. Und das andere mit dem Siegeszug, da ist sehr, sehr wenig Text, um so eine weitreichende exegetische Entscheidung zu treffen, dass hier der Antichrist da ist. Der Antichrist ist noch gar nicht eingeführt worden, noch gar nicht genannt worden, er wird nicht identifiziert und gar nichts. Es wird nur ein Sieger gezeigt auf einem weißen Pferd. Und ich hatte vorher nichts anderes gehört, nur das ist der Antichrist. Und dann habe ich durch Studium natürlich dann und Lesen gemerkt, dass es da ganz andere Meinungen gibt. Und dass in der alten Kirche hier gar nicht der Antichrist gesehen wurde, sondern hier wurde Christus gesehen. Dass es der Siegeszug des Christus ist. Da gibt es dann zwei Varianten. Die einen sagen, dass als erstes praktisch der Endsieg Jesu gezeigt wird. Jesus als der große Sieger. Kapitel 19 kommt auch auf dem weißen Pferd, das praktisch das Spiegelbild zu Kapitel 19 ist und dass es praktisch damit startet, dass es Jesus als Sieger gezeigt wird, bevor die anderen Sachen kommen. Das ist die eine Meinung, die es gegeben hat in allen Kirchen. Dann gab es die andere Meinung, dass es nicht der kommende Jesus ist, der hier gezeigt wird, sondern der Siegeszug, den Jesus durchzieht in der Weltgeschichte durch das Evangelium. Dass er einen gewaltigen Siegeszug angetreten hat, der bis heute anhält, indem er Menschen, Völker, Nationen gewinnt für sich und für sein Reich. Ja. Und also, dass man das gar nicht negativ sehen muss. Was dann auch damit eine Rolle spielt, ist, dass in Vers 8 dann heißt, das ist sehr, sehr auffällig, in Kapitel 6, Vers 8, in der zweiten Hälfte, und ihnen, also diesen vier Reitern, ihnen wurde Macht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten, mit dem Schwert, mit Hunger und Pest und durch die wilden Tiere auf Erden. Schwert, Hunger, Pest, wilde Tiere auf Erden. Also wir haben vier Reiter und haben vier Plagen. Und durch die vier Reiter, durch die vier Plagen werden ein Viertel der Menschen getötet, sagt der Text hier. Aber wenn man genauer hinschaut, stellt man fest, dass die vier Reiter mit den vier Plagen gar nicht zusammenpassen. Ja? Sondern Schwert passt nicht zum ersten Reiter, sondern zum zweiten Reiter, Krieg. Hunger ist offensichtlich der dritte Reiter und Seuchen, beziehungsweise hier steht, was stand hier in Vers 8, wird unterschiedlich übersetzt, Moment, Pest, ja, Pest oder Seuchen, wörtlich im Griechischen Thanatos, einfach Tod, massenhafter Tod, Seuchentod, ja, Seuchen, ist der vierte Reiter, ganz offensichtlich. Und wilde Tiere passt überhaupt nicht zum ersten Reiter. Ja? Also irgendwas stimmt da nicht. Wenn man dann die Sache auf dem Alten Testament auf die Spur geht, da stellt man fest, dass Gott Plagen hat, mit denen in der Geschichte handelt und wie er Völker straft, und zwar zu allen Zeiten. Was er an Israel tut, aber auch an anderen fremden Nationen tut. Und zwar sind die vier Plagen, mit denen er die Welt immer wieder richtet und straft, ist Krieg, Hunger, Seuchen, wilde Tiere. Und ich habe das mal ausgearbeitet, also es kommt etwa 38 Mal Krieg vor, 37 Mal, 35 Mal dann Hunger, 37 Mal Seuchen und dann 5, 6 Mal, wo wilde Tiere ist.
Da gibt es Texte, wo dann alle vier genannt werden, Texte, wo nur drei genannt werden. Ja. Und vor allem ganz krass bei Hesekiel und bei Jeremia. Da gibt es über 30 Textstellen. Einfach, das ist ein stehender Ausdruck im Alten Testament. Gott handelt im Gericht über Nationen, über Israel und auch über andere Nationen. Und zwar immer, zu allen Zeiten. Durch Krieg, durch Hunger, durch Seuchen und wilde Tiere. Ja. Und das wird hier auch genannt. Von daher haben wir nicht etwas, was hier erst nach dem Antichristen kommt, sondern was eigentlich die ganze Weltgeschichte durchzieht. Und das stimmt auch mit Matthäus 24 überein. Denn Jesus spricht von Krieg, er spricht von Hunger, er spricht von Seuchen. Ja. Und von daher ist mein heutiger Stand, auch mit anderen Auslegern, bin ich nicht der Einzige, dass also der erste Reiter positiv zu sehen ist. Gibt es gute Gründe dafür, die man ausführen kann. Also positiv, der Siegeszug Jesu im Evangelium, die wichtigste Kraft und Macht in der Geschichte. Und dann handelt Gott durch Kriege, Hunger und Seuchen. Das ist einfach ständiger Begleiter der Geschichte. Und das Nächste, was auch in der Geschichte vollkommen wahr ist, ist Märtyrer. Es gibt immer Märtyrer. Hat Jesus auch gesagt, Matthäus 24, es gibt die Märtyrer. Und dann, nach der Trübsal, kommen die kosmischen Zeichen und Jesus kommt wieder. Und die Leute verkriechen sich. Jetzt ist gekommen der große Tag seines Zorns, wie es hier heißt am Ende von Kapitel 6, wo dann die Leute sagen, die Könige auf Erden, die Großen, die Obersten, die Reichen, die Gewaltigen, alle Sklaven, alle Freien, verbargen sich in den Klüften und Felsen der Berge und sprachen zu den Bergen und Felsen, fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Und man kann sich nicht vorstellen, dass dann irgendwie die Geschichte noch normal weitergeht und dass es irgendwie dann irgendwann dann erst Harmageddon vorbereitet wird oder so. Nein, 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 nein. Das ist die Wiederkunft Jesu. Das Tag des Gerichts ist da. Die Menschen erkennen das und wollen einfach nur noch tot sein oder weg sein. Sich verstecken, was natürlich nicht geht. Ja. Also so sind wir hier praktisch mit den kosmischen Zeichen beim sechsten Siegel dann unmittelbar bei der Wiederkunft Jesu. Und dieses kosmischen Zeichen, auch mit diesen gewaltigen Erdbeben und so, das korrespondiert mit der siebten Zornesschale, wo auch von diesem gewaltigen Erdbeben die Rede ist. Das heißt, nach dieser langen Rede jetzt, die ersten sechs Siegel, die geben einen Gesamtüberblick über die Geschichte, was haben die Jünger Jesu zu erwarten. Von der Zeit des Johannes ab bis zur Wiederkunft Jesu. Sie haben zu erwarten, dass es einen großen Sieger gibt, der seinen Siegeszug reitet durch die Geschichte, Jesus Christus. Sie haben mit Kriegen zu rechnen, mit Hunger, mit Seuchen, mit Martyrium. Und dann kommen die kosmischen Zeichen und Jesus kommt wieder. Ja. Und das ist das ganze Geheimnis. Und das ist meines Erachtens wirklich schlüssig und kann man auch im Einzelnen begründen. In der einen Vortrag über Offenbarung habe ich das ja auch dann auch gemacht. Okay. Bevor das siebte Siegel kommt und geöffnet wird, werden zwei Dinge eingeschoben. Und zwar haben wir hier eine Frage. Kapitel 6 endet mit einer Frage. Die Frage lautet, denn es ist gekommen, der große Tag ihres Zorns, und wer kann bestehen? Wer kann am Tag des Zornes Gottes bestehen? Und da werden uns in Kapitel 7, bevor das siebte Siegel genannt wird, werden uns zwei Gruppen genannt, die offensichtlich bestehen können vor dem Zorn Gottes. Und die eine Gruppe, die sieht jüdisch aus, und die andere Gruppe ist ganz offensichtlich die Gemeinde. Ja? Die eine Gruppe, das sind die sogenannten 144.000 aus allen Stämmen Israels, die versiegelt werden. Und die Versiegelung hat ihr Vorbild in Hesekiel, wo auch der Gerichtsengel durch Jerusalem zieht und die Menschen niedermacht, alt und jung und Kinder, alle niedergemacht aufgrund des Zornes Gottes über Israel, wegen dem jahrhundertelangen Abfall und Götzendienst und ziemlich schonungslos. Aber ein paar Leute bekommen ein Zeichen an ihrer Stirn, werden versiegelt und die werden bewahrt in diesem Gericht. Das ist der Hintergrund von dieser Versiegelung hier. Es geht um physische Bewahrung, dass man ein Gericht praktisch physisch überlebt. Und der Punkt ist, also hier aus allen Stämmen Israels werden je 12.000 versiegelt und damit auch physisch bewahrt vor dem Gericht. Wir haben hier die 144.000 aus allen Stämmen Israels. Zu Beginn der Trübsal, bevor die Gerichte wirklich hereinbrechen, werden die gekennzeichnet und bewahrt. Natürlich ist auch viel Symbolik dabei, also 12.000
12 Stämme, 12.000 aus jedem Stamm. Kann natürlich auch symbolische Zahlen sein, müssen nicht exakte Zahlen sein. Es gibt dann 5 Meinungen dazu, von denen eigentlich nur 2 ernsthaft diskutiert werden. Die einen sehen hier ein Bild für die Gemeinde, dass es hier einfach die Gemeinde ist, die bewahrt wird in der Trübsal. Und die anderen sehen, dass es das jüdische Volk ist, dass Gott sich einen Überrest aus dem jüdischen Volk bewahrt. Und andere sind dann mehr so Nebenmeinungen, die dann nicht so gute Gründe haben. Die Sachen, dass es die 144.000 Auserwählten von den Zeugen Jehovas ist, ist ja sehr abwegig. Ja, das ist, passt gar nicht. Ja, also ich persönlich bin innerlich gebunden, weil es einfach so ausführlich steht, aus jedem der Stämme Israels. Und dann werden die aufgezählt. Dass ich denke, doch, es ist der Überrest Israels. Dass hier praktisch aus Israels, aus dem Volk Israel, ein Teil von Gott versiegelt wird vor diesen Trübsals, bevor die Trübsal losgeht, dass sie physisch überleben werden. Weil viele werden nicht überleben, physisch. Aber hier wird ein Überrest, wird physisch überleben. Die 144.000 kommen dann nochmal vor in Kapitel 14. Ich denke auch, dass es die gleiche Gruppe ist. Aber die sind dann dort mit dem Lamm versammelt auf dem Berg Zion. Das heißt, es ist am, wenn Jesus dann wiedergekommen ist, die werden uns also zweimal gezeigt, zu Beginn der Trübsalzeit, bevor die Gerichte losbrechen, werden sie bewahrt, versiegelt und dann, wenn Jesus wiedergekommen ist, sind sie mit ihm vereinigt. Also, wer kann bestehen am Tag des Zorns? Ein Überrest aus Israel kann bestehen. Wir haben noch eine Schwierigkeit, dass bei den 12 Stämmen, die da genannt wird, der Stamm Dan fehlt und der Stamm Josef und der Stamm Manasse zusätzlich genannt werden, deswegen kommen wir auf 12, aber der Stamm Dan fehlt und da gibt es keine wirklich gute Antwort, warum der Stamm Dan fehlt. Die beste Antwort ist an der Stelle zu sagen, wir wissen es nicht. Der Stamm Dan wird nicht völlig eliminiert, der wird im tausendjährigen Reich eine Rolle haben, der bekommt nämlich auch so einen Gebietsstreifen nach Ezekiel, wo dann das Land Israel in so Streifen für jeden Stamm eingeteilt wird, ist der Stamm Dan auch dabei. Ja, und es gibt auch keinen zwingenden Grund, warum der Stamm dann ausgenommen sein soll. Also er fehlt hier, wir stellen das fest, aber können es nicht wirklich beantworten. Dann ist deutlich die andere Gruppe, dann heißt es in Vers 9, danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Das erinnert natürlich voll an den Missionsbefehl, ja, und auch erschien auch an den, die Segnung in Kapitel 5, wo dann Leute aus allen Stämmen, Völkern hast erkauft, aus allen Stämmen, Völkern, Nationen und Sprachen. Für Gott hast du erkauft durch dein Blut. Es ist die Gemeinde, die weltweite Gemeinde Jesu aus allen Stämmen, Völkern und Nationen. Aber die wird jetzt gezeigt, wie sie praktisch vor dem Thron Gottes erscheint am Ende dieser Trübsalszeit. Nämlich gereinigt und sie kommen aus großer Trübsal, heißt es. Aber sie haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod und sind reingewaschen im Blut des Lammes. Und Jesus wird sich um sie kümmern und sie versorgen und pflegen und hegen. Ja, diese zwei Gruppen, die können bestehen. Wer kann bestehen am Tag deines Zorns? Der Überrest aus Israel kann bestehen, die 144.000. Und die unzählbare Schar aus allen Stämmen, Völkern, Nationen und Sprachen, die durch die Trübsal hindurchgegangen sind, und dann vor Gott vereinigt sind in weißen Kleidern durch das Blut Jesu. Und statistisch gesehen ist so, dass alle Christen, die bisher gelebt haben, etwas so viel sind, zahlenmäßig, wie die, die heute im Moment leben. Das ist Wahnsinn, die Vorstellung. Also, dass 50% der Gemeinde Jesu, die eingesammelt worden ist seit Pfingsten, heute aktuell auf dieser Welt lebt. Ja, eine gigantische Schar. Ja. Und von daher, natürlich werden die vereinigt sein mit allen, mit den verstorbenen Gläubigen, wenn die dann vor Gott erscheinen, das ist ja ganz klar. Aber sie kommen aus der Trübsal und stehen dann vor dem Thron und werden dann von Jesus getröstet und versorgt und so weiter. Und erst dann, nach diesem kurzen Intermezzo sozusagen, wo dieser Blick auf diese zwei Gruppen gelenkt worden ist, kommt dann die siebte Posaune, Entschuldigung, das ist das siebte Siegel. Kapitel 8 beginnt dann mit dem siebten Siegel. Und aber da passiert gar nichts groß. Als das Lamm das siebte Siegel auftat, entstand eine Stille im Himmel etwa eine halbe Stunde lang. Das war's. Das ist kein Gericht. Passt auch nicht. Was ist das, das siebte Siegel, dieser eine Vers? Ruhe im Himmel für eine halbe Stunde. Es ist die Ruhe nach dem Sturm. Man spricht von der Ruhe vor dem Sturm, aber es gibt auch eine Ruhe nach dem Sturm. Und Jesus ist wiedergekommen, der
Tag des Zornes ist da. Und jetzt ist Moment mal eine kurze Pause. Ja. Im Himmel die Pause. Und dann geht es weiter. Dann wird praktisch ein neuer Anlauf genommen und dann kommen die Posaunengerichte. Engel, die dann posaunen, jeder hat eine Posaune, 7 Engel, und jedes Gericht, jede Posaune ist dann ein Engel, ist schön für ein Posaunengericht. Wobei da auch wieder eine Gruppierung ist. Insgesamt sind 7 Engel, die posaunen, 7 Gerichte. Aber die ersten 4 gehören zusammen, ganz eng. Und die letzten 3 sind dann besonders heftig, besonders schwierig und werden dann auch wehe, wegen den noch 3 übrigen Posaunen, die kommen werden, weil die einfach heftiger sind. Die ersten 4 Posaunen treffen nur die Schöpfung. Sie tun die Ressourcen der Schöpfung beschneiden und dadurch die Menschheit unter Druck setzen, wie damals Gott Ägypten unter Druck gesetzt hat durch die Plagen. Ganz starke Parallele zwischen den Plagen an Ägypten damals und diesen Gerichten durch die Posaunen. Und ich habe jetzt eine Auslegung gelesen von einem orthodoxen Christen, der gläubig ist, und der meint, man könnte durchaus die Erfüllung dieser ersten 4 Posaunen schon also in der Naturzerstörung sehen, die jetzt schon so sichtbar wird. Wenn man das also mehr eher bildhaft nimmt, ist eine Möglichkeit, eine interessante Möglichkeit, die man bedenken muss. Ich habe immer gedacht, das sind noch zukünftige Sachen und sehr wörtlich verstanden. Aber wenn man es auch ein bisschen nicht ganz so streng wörtlich nimmt, könnte man sehen, es geht hier um Reduzierung der natürlichen Ressourcen auf allen Ebenen. Meer, Trinkwasser, Erde, Gras, Viehfutter und so weiter. Durch Brände, Zerstörung in großen Kategorien, aber nicht vernichtend, aber sehr maßgeblich ein Drittel. Immer ein Drittel, ja. Also es ist ein interessanter Ansatz, so zu denken. Manchmal hat man mal eine Spur, eine neue Idee, dann muss man einfach mal sich setzen lassen und einfach darüber nachdenken, weitergehen und lesen dazu. Ist es gut aufzunehmen oder ist es vielleicht doch nicht? Also klar ist auf jeden Fall, dass die 5., 6. und 7. Posaune, dass das noch Zukunftsmusik ist. Und ich hatte eigentlich vorher immer gedacht, dass die Posaunengerichte die Trübsalzeit überspannen bis zum Ende. Die Siegelsachen ist von Johannes bis zur Wiederkunft Jesu. Und die Posaunensachen sind von Beginn der Trübsal bis zur Wiederkunft Jesu. Und die Zornesschalen, die 7 Zornesschalen, sind in der hinteren Teil der Trübsalszeit, ziemlich gegen Ende, bis zur Wiederkunft Jesu. Jetzt so praktisch wie so in Zyklen wird auf die Wiederkunft Jesu abgefahren. Ja, 3-mal. Einmal in ganz großen Zeitraum und dann der engere Zeitraum und dann der ganz enge Zeitraum, kurz vor der Wiederkunft Jesu. Das halte ich für die beste Interpretation dieser, wie die angeordnet sind, die Siegel, Posaunen und Zornesschalen. Okay, die ersten 4 Posaunen hängen zusammen. Ein Drittel Erde und Gras wird verbrannt, ein Drittel Meere und Schiffe wird vernichtet, ein Drittel der Flüsse und des Trinkwassers wird vernichtet und ein Drittel der Sonne, Mond und Sterne wird verdunkelt. Wenn man da an manchen Städten in China denkt, mit dem Smog und so, die sehen ja wenig Sonne dann. Ja. Aber das ist erst der Anfang. Hier geht es um die Schädigung der Natur, was die Menschheit unter Druck setzt. Dann heißt es 3 Wehe, 3 Engel kommen dann Engel und sagen Wehe der Menschen wegen der übrigen Posaunen, die noch blasen werden. Und das scheint jetzt eine Verschlimmerung zu geben. Und nicht scheint nicht nur, sondern offensichtlich ist es eine Verschlimmerung, was jetzt kommt. Also die ersten 4 Posaunen sind schon heftig. Ob die jetzt schon existieren oder teilweise existieren, sei mal dahingestellt. Aber es ist real vorstellbar, diese massive Reduktion der Schöpfung durch Gericht, dass Gott die Ressourcen so einengt, Menschen unter Druck setzt. Aber die anderen Posaune 5, 6 und 7 sind definitiv zukünftig und auch schwer zu interpretieren. Die 5. Posaune ist in Kapitel 9 ist dann mit dem ersten Wehe identisch. Denn nach Ende von dieser 5. Posaune heißt es dann auch, das erste Wehe ist vorüber, siehe, es kommen noch 2 Wehe danach. Noch 2 weitere Posaunen. Jede Posaune ist ein Wehe. Ja, das ist sehr wichtig. Und die sind sehr schwierig zu deuten im Einzelnen. Allerdings ist ein Phänomen. In gewisser Weise sind sie ganz schwierig zu deuten, aber die Botschaft, die dahinter steckt, ist glasklar, kann jedes Kind verstehen. Und das haben wir beides da. Bei der ersten Posaune, diese Heuschrecken, die da beschrieben werden,
Ja, da denken manche an Dämonen, andere denken an einen Luftkrieg, andere denken an bestimmte Insekten. Ja, Islam ist so ein ganz komischer Vorschlag, es wäre Islam, weil es da so der Rauch aus dem Abgrund kommt. Da denken sie an die brennenden Ölfelder bei Saddam Hussein, da kam die Meinung auf, das wäre hier die Ölfelder von Irak, die da brannten. Unsinn. Ja? Also die meisten Ausleger denken, es ist hier ein dämonischer Angriff. Einige wenige meinen auch, es sind hier Schilderungen in nicht-technischer Sprache von einem von Luftangriffen, der über mehrere Monate geht und die Menschen in Schrecken setzt. Egal. Ich denke, dass es unklar ist im Moment. Aber was klar ist, was völlig klar ist, ist, dass die Sache sehr begrenzt ist auf 5 Monate. Und die 5 Monate werden die Menschen gequält werden. Aber nicht alle Menschen. Die das Siegel Gottes haben, werden nicht dabei sein. Die werden keine Qual erleiden. Nur die anderen. So wie das Land Gosen mit den Israeliten ausgenommen war bei manchen Plagen, so sind auch hier die Versiegelten ausgenommen von dieser Plage. Die Plage wird so heftig sein, dass Leute sich den Tod herbeisehen, aber stirbt nicht dran, es ist nur eine Qual. Aber die Versiegelten sind von dieser Qual ausgenommen. Das ist die Botschaft, das ist total verständlich. Das zweite Wehe ist dann ein riesiges Reiterheer, was uns da geschildert wird. Und das, wenn es wirklich auch wieder so eine nicht-technische Beschreibung von aktuellen Kriegsgeschehen ist, dann könnte man hier riesige Panzerarmada sehen oder so, weil die da aus ihrem Rüssel oder aus ihrem Maul, heißt vorne Schwefel und Feuer spucken und so, erinnert so ein bisschen an Panzer. Das ist auch sehr unklar, wie es genau zu verstehen ist. Es ist offensichtlich, dass es noch nicht passiert ist, was hier geschildert wird. Auch ein Drittel der Menschheit stirbt, das ist auch noch nicht passiert, bei keinem Krieg bisher. Aber das wird ganz klar gesagt, jetzt wird ein Drittel der Menschheit getötet. Und deswegen denke ich auch, dass es nicht eine Etappe ist, dass irgendwie danach die Zornesschalen erst kommen, sondern dass wir hier auch bei Harmagedon sind. Und zwar von der militärischen Beschreibung her. Harmagedon aus militärischer Sicht. Und dann haben wir nochmal Harmagedon aus geistlicher Sicht, Kapitel 19, wenn Jesus wiederkommt. Also wird Harmagedon wird eigentlich dreifach. Auch aus propagandistischer Sicht wird es bei der sechsten Zornesschale gezeigt. Also es wird, denke ich, dreimal auf Harmagedon geschaut. Und hier wird militärisch auf Harmagedon geschaut. Ein Drittel der Menschheit kommt im Zusammenhang mit diesem letzten Krieg um zu Tode. Und die überleben, tun aber keine Buße. Das ist das Nächste, was klar ist. Erschütternd und erschreckend ist, trotz dieser Verluste, trotz dieser Riesenkatastrophe, ein Drittel der Menschheit tot. Durch diese Feuer, Schwefel und Pech, was als über die Menschen sich ergießt, keine Buße, keine Änderung. Die halten fest an ihren Morden, an ihrer Hurerei und an ihrer Zauberei, ja, unverändert. Also ich glaube, dass das mit Harmagedon zusammenfällt. Und dann kommt erst wieder so ein Zwischenstück, bevor es zur siebten Posaune kommt, die ja noch schlimmer sein wird voraussichtlich. Also 5 Monate Qual, ein Drittel der Menschheit tot. Kann man das noch steigern? Ja, man kann es noch steigern. Und Kapitel 10 ist so ein Einschubkapitel, wo erst was dazwischen geschaltet wird. Und da hat Johannes eine Engelerscheinung, da werden ihm 7 Donner gezeigt, aber nicht erklärt. Gott schwört, dass jetzt mit der siebten Posaune alles vollendet wird. Was wieder ein Hinweis darauf ist, dass mit der siebten Posaune wieder bei der Wiederkunft Jesu angelandet bin, was wir gleich sehen werden, dass es so ist. Definitiv bei der siebten Posaune sind wir bei der Wiederkunft Jesu. Er bekommt dann ein Buch in die Hand gedrückt, was er essen soll. Erinnert stark an Ezekiel, dem ging es auch so, da musste er auch ein Buch essen. Genau die gleiche Wirkung. Im Mund ist süß wie Honig, weil es Wort Gottes ist. Aber im Bauch hat es dann richtig heftige Bauchschmerzen verursacht, weil es Gerichtsworte waren, die er sprechen musste. Genau das gleiche hier. Also er bekommt diesen Essbefehl, die Wirkung ist es süß und bitter gleichzeitig. Und dann wird gesagt, und das ist eigentlich die Pointe von Kapitel 10, diesem Ausruhkapitel, will ich mal sagen, die Pointe, dass er ihm gesagt wird, er muss jetzt nochmal weissagen. Und zwar über Völker und Mächte und Nationen. Und es ist auch interessant, dass er bisher waren nur Kräfte und Mächte und Gerichte wurden geweissagt, aber noch keine handelnden Personen benannt. Wurde Ross und Reiter sozusagen nicht genannt bisher. Und das ist das, was sich jetzt ändert. Ab Kapitel 11 werden plötzlich handelnde Personen und Mächte und Kräfte benannt. Wir haben dann die 2 Zeugen, wir haben das Tier, wir haben die Hure. Ja? Da haben wir dann, wir haben den Drachen, wir haben die Frau Israel, wir haben die übrigen ihrer Nachkommenschaft, die Gemeinde und so. Also da ändert sich jetzt
praktisch wird nochmal geschaut über diese Trübsalzeit, aber jetzt aus dieser personalen Perspektive. Wer sind die handelnden Akteure? Kapitel 11 ist auch noch so ein Zwischenkapitel vor der siebten Posaune. Und da gibt es eine Tempelvermessung und da wird diskutiert, ist es der Herodestempel, aber es geht nur, wenn der Herodestempel noch steht. Also müsste die Offenbarung 70 vor Christus, also vor 70 vor Christus verfasst worden sein, manche glauben das ja. Aber das wäre dann eine Möglichkeit, dass der Herodestempel vermessen wird, aber das passt nicht ganz zum Inhalt. Andere sehen das symbolisch, dass die Gemeinde gemessen wird oder dass ein endzeitlicher Tempel gemessen wird, was ich persönlich für korrekt halte aufgrund von verschiedenen anderen Bibelstellen. Dann dieser Dienst der zwei Zeugen, der wird manchmal buchstäblich genommen, da werden die zwei Zeugen als Gesetz und Evangelium genommen oder Alter Bund, Neuer Bund oder Israel und Gemeinde und so. Aber das passt überhaupt nicht zu dem Inhalt, was von den zwei Zeugen ausgesagt worden ist. Und das ist so konkret und so mit Jerusalem verbunden und mit zwei Menschen verbunden und mit konkreten Situationen verbunden, dass ich finde, auch hier der Literalsinn, das wörtliche Verständnis dieses Textes ist absolut angebracht hier. Ja, und dann macht es auch alles Sinn. Wir haben, dass hier diese zwei Leute, die zwei Zeugen Gottes, wie sie genannt werden, die weissagen 1260 Tage. Das ist ihre Zeit. Und das sind tatsächlich 3,5 Jahre. Und das sind ist die Zeit von den 42 Monaten, was wir bei Daniel hatten. Die Wirkungszeit des Antichristen, die auch in Daniel noch an anderer Stelle auch nochmal durchkommt. Ja, oder Zeit, halbe Zeit. Ja, es gibt etwa 10 Stellen in der Bibel, nur in Daniel und in der Offenbarung, wo diese Zeit, dieser Zeitraum von 3,5 Jahren beschrieben wird. Oder Mitte der Woche, ja, oder Zeit, halbe Zeit, oder 42 Monate, oder 1062 Tage. Und das ist, denke ich, immer der gleiche Zeitraum. Es ist die letzte Phase der Trübsalzeit, das Wirken des Antichristen. Und da, wo der Antichrist wirkt, da hat Gott aber auch seine Zeugen. Und das sind diese zwei Zeugen. Und das sind also, die haben richtig geistliche Power. Die vollbringen nicht Wunder und Plagen, wie Moses getan hat gegenüber dem Pharao und wie es später Elia getan hat gegenüber dem israelischen gottlosen König Ahab. Und die Zeiten sind so ernst, dass Gott nicht nur einen Zeugen aufbietet, sondern praktisch die zwei machtvollsten Zeugen in der Geschichte Israels werden aufgeboten. Ich denke nicht, dass sie wieder auferstehen werden und jetzt da marschieren und am Start sind, sondern dass Leute in der Vollmacht eines Mose, in der Vollmacht eines Elia da sind, weil es gilt, dem Antichristen die Stirn zu bieten, so wie Mose dem Pharao, und es gilt, dem jüdischen Volk, die gottlos sind, die Stirn zu bieten und zu sagen, wo es lang geht, wer angebetet werden soll. Und die senden Plagen, haben Macht über Plagen. Und da denke ich auch an die Plagen von den Zornesschalen, an die Plagen von den Posaunen. Die haben Macht, die Plagen loszulassen. Und deswegen sind sie die meistgehassten Leute auf der Welt. Und dann gelingt es dem Tier, das aus dem Abgrund kommt, das hier aber nicht erklärt wird, aber das ist das antichristliche Reich, und das tötet diese zwei Zeugen und alle sind happy. Und dann ist wie Weihnachten, die schenken sich Geschenke und so und freuen sich. Das wird live übertragen bei CNN und sonst wo auch. Live-Bilder, wie die Leichen da rumliegen, dann lassen sie nicht beerdigen 3,5 Tage. Für jedes Jahr ihrer Weissagung werden sie einen Tag nicht beerdigt. Und die ganze Menschheit freut sich, endlich sind diese Plagegeister, also jetzt haben wir endlich Frieden und Ruhe. Ja. Und der Antichrist, der große Held, der hat die nämlich getötet, vorher konnte niemand die töten. Ja, die wurden vernichtet, so wie Elia dann mit Feuer die Angreifer, da, die ihn gefangen nehmen sollten, vernichtet hatte. Und dann stehen die plötzlich auf. Dann werden die lebendig und werden in den Himmel entrückt. Und total der Schock in der Welt natürlich. Aber in Jerusalem passiert zusätzlich noch ein Erdbeben, was die Leute noch erschüttert. 7000 Menschen sterben in den Erdbeben. Und dann heißt es aber, dass sie dem Gott des Himmels die Ehre geben. Zum einzigen Mal in der ganzen Offenbarung, dass so ein Gericht was Positives bewirkt. Und dann heißt es, interessanterweise, das zweite Wehe ist vorüber. Und ich denke, dass die 3,5 Jahre Zeugendienst, dass es einfach mit der Trübsalzeit, mit der Zeit des Antichristen zusammenhängt und dass wir jetzt hier auch am scheinbaren Triumph des Antichristen angelangt sind, wo die zwei Zeugen überwunden worden sind, wo der Antichrist sich jetzt am Ziel seiner Wege führt. Aber dann kommt der Umschwung und es dreht sich alles und Jesus kommt wieder und es ist alles anders.
Ja. Also ich glaube, dass wir hier auch wieder bei der Wiederkunft Jesu angelangt sind. Das Erdbeben, wo die Stadt geteilt wird, gibt es auch andere prophetische Stellen, dass das Volk sich dann da sammelt. Wenn Jesus auf dem Ölberg erscheint, dann teilt sich das und die Leute werden dahin versammelt. Ja, es passt so gut zusammen. Und dann kommt die siebte Posaune. Wehe, wehe, wehe wegen der drei Posaune. 5 Monate Qual. 1/3 der Menschheit getötet. Und jetzt kommt die siebte Posaune. Und was ist das? Hier wird der Sieg Jesu proklamiert, dass er jetzt seine Herrschaft angetreten hat. Dass er jetzt gekommen ist, seinen Knechten den Lohn zu geben, aber auch das Gericht. Es geht jetzt um das Gericht über die Gottlosen. Und das ist noch schlimmer als physischer Tod. Jetzt geht es um den ewigen Tod. Ja? Der ist damit verbunden. Das wird in Vers 19 dann auch ausgedrückt. Ja? Die Völker sind zornig geworden und er ist gekommen, dein Zorn und die Zeit, die Toten zu richten und den Lohn zu geben, deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die in deinem Namen fürchten, den Kleinen und den Großen, und zu vernichten, die die Erde vernichten. Ja. Also hier auch wieder Wiederkunft Jesu mit Totenauferstehung, Lohn für die Gläubigen, Gericht über die Gottlosen. Ja, und das ist das dritte Wehe. Ja, aus diesem Sinn macht das Sinn, das dritte Wehe. Das andere muss es im absoluten Schnellverfahren gehen, aufgrund der Zeit, weil wir einfach diesen Stundenrahmen gesetzt haben. Kapitel 12 spricht von der Sonnenfrau, die am besten mit Israel zu identifizieren ist, die das Kind Jesus hervorbringt. Und Jesus wird aber gen Himmel gerückt. Satan wollte es verschlingen, unmittelbar nachdem es geboren wird, aber er kann es nicht verschlingen. Jesus wird gen Himmel gerückt. Dann wird der Drache beschrieben, das ist Satan, er wird auch als Satan identifiziert, die alte Schlange, der Drache, der Widersacher und so weiter, wie er genannt wird. Er wird mit 7 Köpfen beschrieben und 10 Hörnern und das erinnert auch an das Tier in Daniel 7, zumindest teilweise. In Daniel 7 hat das Tier auch 10 Hörner und dazwischen kommt ein 11. Horn hervor, das ist der Antichrist selbst, aber 10 Hörner und das sind 10 Könige, wird in Daniel 7 gesagt, die 10 Hörner sind 10 Könige, wird in Offenbarung 17 gesagt, dass die 10 Hörner 10 Könige sind. Und die 7 Köpfe sind wahrscheinlich 7 Weltreiche. Und die beste Erklärung, die gibt es viele Deutungen natürlich, aber die beste Erklärung meines Erachtens ist, dass Satans Ziel ist, Israel zu vernichten. Und er hat in der gesamten Geschichte benutzt er 7 Weltreiche, 7 politische Gebilde, um Israel zu zerstören. Das war das erste Ägypten, das war das zweite Assyrien, wieder eine Gefangenschaft des Nordreiches. Und dann kommt das Buch Daniel, ist das babylonische Herrschaft. Babylon hat den Südreich in die Gefangenschaft verschleppt, Tempel zerstört, Stadt zerstört und so weiter. Dann nach Medo-Persien, der Haman wollte alle Juden vernichten, was ihm fast gelungen wäre, wenn Mordechai und Esther da nicht Gott interveniert hätten. Also dann kam das griechische Weltreich mit Antiochos Epiphanes, wo es von innen heraus Religionsumschwung gab, wo es praktisch fast die Juden hellenisiert worden sind und das Judentum praktisch als ausgediente Religion ausrangiert worden wäre, war ganz knapp. Also wieder ein Vernichtungsangriff auf Israel. Dann kam das Römische Reich mit der weltweiten Zerstreuung Israels und der Tempelzerstörung. Und dann heißt es mal in Offenbarung 17 dann, und das 5 sind gefallen, das 6. ist jetzt. Also Ägypten, Assyrien, Babylonien, Medo-Persien, Griechenland, 5 sind gefallen. Das 6. das Römische Weltreich ist jetzt. Das 7., wenn es kommt, muss nur kurze Zeit bleiben. Und das 8., das Tier, was du gesehen hast in Kapitel 17, das ist eins von diesen 7 und selbst aber auch ein 8. Das ist eines der fantastischsten Rätsel da der Offenbarung, dieses Zahlenrätsel da. Und die Erklärung, um es vorwegzunehmen, Daniel schreibt von 4 Weltreichen und dann kommt das messianische Reich und vernichtet alle Weltreiche. Also er hat Babylonien, Medo-Persien, Griechenland, Rom. Er zeigt Rom aber in 2 Phasen, als Schenkel und Eisen, Füße aus Eisen und Ton. Er zeigt in Kapitel 7 Rom in 2 Phasen, als das schreckliche Tier und dann die Sache mit den 10 Hörnern und dem kleinen Horn. Und diese 10 Hörner und der Antichrist, das taucht in Offenbarung wieder auf. Und das würde dann so passen, wenn das Reich Hitlers, wie manche Ausleger meinen, das siebte ist, das nur kurze Zeit bleibt. Es wird deswegen so gut passen, weil es absolut die Vernichtung Israels und der Juden praktiziert hat, in einem nie dagewesenen Maße. Ja. Aber kurze Zeit, 12 Jahre ist sehr kurz für ein Reich. Und es war zu dem Zeitpunkt, auf dem Höhepunkt der Macht, war das die stärkste militärische Macht, die die Welt je gesehen hatte.
der Russlandfeldzug mit 5 Millionen Soldateneinsatz. Das war die größte Schlacht, die es je gegeben hat in der Geschichte der Menschheit bis dahin. Ja, es war ein Reich zur Vernichtung Israels, kurze Zeit. Und dann kommt das Achte, das Tier, was Johannes dann sieht, ist ein Achtes, nämlich das antichristliche Reich, aber auch eins von den 7, nämlich wohl das Römische, das Vierte, das da existiert, wenn nämlich der Stein das Standbild schlägt, ja, oder das schreckliche Tier, was dann vernichtet wird, und dann kommt die Herrschaft des Menschensohnes. Also das ist für mich die beste Erklärung. Deswegen sehe ich die 7 Köpfe als 7 Weltreiche, ja, und die 7 Könige als das antichristliche Reich am Ende der Zeit. Und die 1260 Tage als die Zeit der Herrschaft des Antichristen, diese Trübsalszeit. Es ist dann von einem Kampf die Rede im Himmel zwischen Michael und dem Drachen. Halte ich noch für zukünftig, weil der Drache, der Satan, wird auf die Erde geworfen und weiß, dass er wenig Zeit hat. Und ich denke, dass dann, wenn der Drache auf die Erde geworfen wird, dass dann das antichristliche Szenario dann startet. Also das ist wohl mit der Trübsalszeit zu verbinden, wo der Satan aus dem Himmel rausgeworfen ist. Zu einem späteren Zeitpunkt wird er dann noch für 1000 Jahre an die Kette gelegt und in ein Loch gesperrt. Ja? In Etappen wird er praktisch entmachtet. Grundsätzlich ist er am Kreuz entmachtet worden, aber er ist jetzt noch, hat auch jetzt noch Zugang zu Gott im Himmel. Er ist nicht der Verkläger der Brüder. Er wird Verkläger der Brüder genannt. Das heißt, er verklagt uns Tag und Nacht vor Gott. Er ist noch da aktiv, hat noch Zugang. Aber eines Tages wird er rausgeworfen und er weiß, jetzt hat er wenig Zeit. Setzt nochmal alles auf All-In, bringt den Antichristen davor, Trübsalszeit, und dann kommt Jesus wieder. So sehe ich das. Die Nachkommenschaft der Frau, die auch verfolgt wird, die Frau wird verfolgt, wird aber bewahrt. Die Nachkommenschaft der Frau, die auch verfolgt wird, sehe ich, dass es die Gläubigen sind, die Christen. Das Tier aus dem Meer, oh, die Zeit ist jetzt um. Das ist jetzt doch zu lange geredet an manchen Stellen. Machen wir in 5 Minuten einfach, dass wir es nochmal durchgesehen haben. Tier aus dem Meer, das ist das antichristliche Reich der Endzeit mit den 7 Köpfen und den 10 Hörnern und den Kronen auf den 10 Hörnern. Es lästert und verfolgt und fordert die Anbetung. Und zwar die Anbetung des Tieres und auch die Anbetung des Drachen. Und da machen die Menschen auch mit, kollektiv. Nur die, die halt gläubig sind, die können da nicht mitmachen. Und die werden dann verfolgt und kommen in große Bedrängnis. Also dieses Tier aus dem Meer ist in Verbindung mit Daniel 7 und 8, dann, also vor allem Daniel 7, als das antichristliche Reich zu sehen. Und dann gibt es ein anderes Tier aus der Erde, das bei Daniel nicht vorhanden war, nicht angesprochen worden ist, das aussieht wie ein Lamm, einen tollen Schein hat, sieht aus Christus ähnlich, aber das Sein ist ganz anders. Und es arbeitet ganz eng mit dem Tier aus dem Meer zusammen. Und Tiere sind nach biblischer Definition Weltreiche. Das sind dann 2 Mächte, die ganz, ganz eng zusammenarbeiten. Und es organisiert einen Bilderdienst für den ersten Tier, dass das erste Tier angebetet wird. Er zwingt diese Anbetung, scheint es auch sehr stark weltweit durchsetzen zu können, durch Zwang. Und die Zahl 666 ist die Erkennungszahl des Tieres. Und das Tier aus der Erde wird auch Falschprophet genannt. Und so gibt es eine antigöttliche Dreieinigkeit: Satan, Antichrist, falscher Prophet. So wie es Gott Vater, Sohn, Heiliger Geist gibt. Der Heilige Geist macht Jesus groß und der falsche Prophet macht das Tier aus dem Meer groß. Ja, da gibt es ganz starke Parallelen. Dann haben wir die 144.000 mit dem Lamm vereinigt. Das sind die Versiegelten aus Israel, die aber jetzt, wenn Jesus wiedergekommen ist auf dem Berg Zion, dass sie dann mit ihm in ewiger Gemeinschaft sind. Dann kommen 4 Engel, die so jeweils kurze Botschaft haben. Erste Botschaft, nur Gott anbeten. Ich denke, auch für Moslems ist es eine Botschaft. Nur Gott anbeten, nicht den Antichristen anbeten, nicht den Satan anbeten, nur Gott anbeten. Jeden Menschen gilt das. Dann wird der Fall Babylons verkündigt. Dann wird ganz klar gesagt, die 666 muss man unbedingt ablehnen, darf man nicht sich das Mahlzeichen an die Stirn oder an die Hand machen lassen. Wer das tut, wird in der ewigen Verdammnis landen. Das ist absolutes No-Go, diese 666 anzunehmen. Und jetzt ist die Zeit reif für das Gericht. Kapitel 15 ist wieder so ein ruhiges Kapitel. Da wird Lied der Überwinderschar, die sind im Himmel vereinigt, singen Hymnen. Und da können nur die, die mit dem Lamm in Verbindung stehen, können das Lied lernen. Und dann werden die 7 Zornesschalen vorbereitet.
in die sieben Zornesstrahlen geht es dann Schlag auf Schlag. Geschwüre wachsen an all den Menschen, die die 666-Zahl angenommen haben. Das Meer wird total vernichtet und verwüstet, also total unbrauchbar, kippt völlig. Die Wasserströme werden total zerstört. Die Sonne wird total wird heiß, dass die Menschen versenkt werden. Und dann kommt eine Finsternis, so wie damals in Ägypten eine Finsternis war, 3 Tage. So wird hier im Reich des Antichristen eine totale Finsternis sein. Und dann ist es die 6. Zornesschale, die meines Erachtens mit der 6. Posaune korrespondiert und Harmagedon zeigt. Und dann ist die 7. Zornesschale, die mit den kosmischen Zeichen, mit dem 6. Siegel korrespondiert. Also nicht mit der 6. Posaune, sondern 6S, 6. Siegel, dieses Mega-Erdbeben, wo alle Inseln verschwinden und alle hohen Berge verschwinden und so weiter, auch in Verbindung mit der Wiederkunft Jesu. Also sind wir hier am Ende der Zornesschalen dann auch bei der Wiederkunft Jesu angelangt, und das ist nicht so ein langer Zeitraum, weil wenn alles Trinkwasser zerstört wird und so, da kann man dann nicht mehr so lange existieren von Mineralwasser oder so. Die Hure Babylon wird beschrieben, Kapitel 17, und die reitet auf dem Tier, die ist zu unterscheiden von dem Tier, von dem antichristlichen Reich, die reitet darauf, und die beste Erklärung meines Erachtens ist, dass es ein religiöses System ist, auch natürlich mit wirtschaftlicher Potenz, aber ein religiöses System. Und das Tier aus dem Meer ist diese Endphase des Römischen Reiches unter der Herrschaft des Antichristen mit den 7 Häuptern und 10 Hörnern. Und das 8. Haupt ist dann 1 von den 7, also eine Wiedererstehung, eine Art Neuaufrichtung des Römischen Reiches. Und das plündert die Hure, das vernichtet die Hure. Gott benutzt das Tier sogar, dieses antichristliche Reich, um diese Hure zu strafen. Und eines der Sündenhure ist Prahlerei, also großer Reichtum, Prunk und so. Und dann Zauberei, die Völker verführen und das Blut der Heiligen vergossen. Ja? Und das sind sehr ernste Dinge, die hier angesprochen werden. Und wer ist denn der Autor? Vergesse ich es gerade. Er hat ein Buch, ein ganz dickes Buch geschrieben, ein sehr bekannter Autor, wo er argumentiert auf 400 Seiten oder so, warum er die Hure mit der katholischen Kirche identifiziert. Und das ist auch die Meinung in der Kirchengeschichte oft gewesen, heute natürlich überhaupt politisch inkorrekt, sowas zu sagen und zu denken. Ja, aber es gibt auch Leute innerhalb der katholischen Kirche, die meinen, der Vatikan wäre die Hure oder so. Also gibt es so wirklich fromme Leute innerhalb der katholischen Kirche, die sehr kritisch dem Vatikan gegenüber sind. Aber das ist ein Riesenthema für sich. Genauso die Sache mit dem falschen Propheten, wo die falschen Propheten, das sagen nicht die Adventisten mit sehr guter Argumentation und sagen, hier wird von Amerika geweissagt. Ja. Aber das sind Fässer, wenn man die hier aufmacht, weil da viel Widerspruch gibt und so, da muss man wirklich sauber argumentieren, braucht viel Zeit. Aber ich denke, es hat vernünftige Argumente für beide diese Positionen. Aber natürlich ist das mit großen Fragezeichen auch behaftet, ist nicht so ganz glasklar, das muss man völlig zugeben, ja. Das muss man sagen. Okay, dann das Gericht über die Hure Babylon. Die meisten sehen, dass sie identisch ist mit der Hure, die in Kapitel 17 beschrieben worden ist. Ist es ein wirtschaftliches System, ist es ein religiöses System, ist es vielleicht erst ein zukünftiges System von einer Art Welteinheitsreligion aus den monotheistischen Religionen, was erst noch entsteht, auch solche Dinge werden gedacht. Jubel im Himmel über den Untergang Babylons, da ist also niemand traurig im Himmel drüber, die Hochzeit des Lammes, und dann kommt Christus wieder als Richter der Welt, er siegt bei Harmagedon und bereitet dem Tier und dem falschen Propheten das Ende, in dem die in den feurigen Pfuhl geworfen werden, und dann beginnt das tausendjährige Reich, Kapitel 20, und da wird Satan gebunden und 1000 Jahre, und da beginnt auch die erste Auferstehung. Die erste Auferstehung zu Beginn des tausendjährigen Reichs, also wenn Jesus wiederkommt, ist die erste Auferstehung, und die hängt ja nach anderen Versen, ist ja die Entrückung und die erste Auferstehung total miteinander verkoppelt, dass die, die verstorben sind, die haben keinen Nachteil gegenüber denen, die noch leben, wenn Jesus wiederkommt, denn sie werden in einem Nu auferweckt werden und verwandelt werden, und wir werden ihm entgegengerückt werden. Also erste Auferstehung ist in Verbindung mit der Entrückung zu sehen. Und diese erste Auferstehung findet offensichtlich nach der Trübsalzeit hier statt. Weil die hier dabei sind, das sind Leute, die gestorben sind, weil sie das Mahlzeichen des Tieres nicht angenommen haben, unter anderem. Ja. Dann wird berichtet, was nach dem tausendjährigen Reich ist. Da gibt es nochmal
ein Schicksal Satans, dass er nochmal freigelassen wird und nochmal einen Aufstand anzettelt, hat sich nicht gebessert mit 1000 Jahren Gefängnis. Und es kommt dann zum Weltgericht und zur zweiten Auferstehung, dann werden auch die auferweckt, die bisher noch im Totenreich waren und gerichtet werden nach ihren Werken. Auch Leute, die im Tausendjährigen erst gestorben sind, werden dann hier wieder auferweckt und dann entschieden, wenn sie im Buch des Lebens stehen, ewiges Leben beim Herrn, ansonsten dann auch das, die ewige Verdammnis. Das neue Jerusalem wird in Kapitel 21 beschrieben, eine Stadt wird da beschrieben, würfelförmig, alles sehr bildhaft natürlich, weil das, die Kantenlänge von diesen Würfeln ist 2000 Kilometer. Ja, also es sprengt alles unser Vorstellungsvermögen. Gott und das Lamm sind zentral in dieser Stadt, deswegen braucht es auch keine Sonne und keinen Mond mehr, weil Gott und das Lamm präsent sind. Es ist von Gläubigen die Rede, aber auch von Nationen die Rede. Und das verstehe ich nicht, bis heute noch nicht, wie das dann so ist. Ist es dann noch tausendjähriges Reich oder ist es schon ewige Herrlichkeit? Aber warum gibt es dann Nationen, die dann Reichtum in diese Stadt bringen? Habe ich selber noch viele Fragen. Klar ist auf jeden Fall, es gibt ein klares Draußen und Drinnen in dieser Stadt. Und es ist sicherlich gut, drin sein zu dürfen. Und von daher sollten wir bei Jesus bleiben, weil da sind wir auf der sicheren Seite, dass wir in dieser Stadt dann drin sind. Der Buchabschluss ist dann die Vergewisserung, dass das auf jeden Fall alles so eintreten wird, dass es absolut definitiv so sein wird. Und Verheißung wird gegeben, dass wir, dass man also auch welche Verheißung überwinden und so weiter. Dann die Einladung, die Braut und der Heilige Geist, die laden ein, kommt. Kommt rein, ja, lasst euch registrieren bei Jesus, ja, dass ihr dabei seid. Und eine Warnung wird gegeben, dass man nichts wegtun soll von diesem Buch, abschwächen soll, was uns vielleicht zu viel Angst macht oder zu scharf scheint oder so. Nichts wegschneiden sollen, aber auch nichts hinzudichten sollen, nichts hinzudichten dürfen. Sonst wird uns das Plagen hinzufügen oder wird uns vom Heil einiges wegnehmen, ja, wenn wir da dran rumschneiden, schnipseln an diese Offenbarung oder hinzufügen. Das ist eine Warnung, die auch mal beim Mosebüchern gegeben wird, dass einfach nichts zu ändern ist. Ja. Okay, das war natürlich jetzt sehr, sehr viel Information. Aber zum Ersten bekommen wir es als PowerPoint-Präsentation. Ihr könnt es gut nachlesen. Und es ist einfach eine erste Orientierungshilfe, sich mal durch dieses Buch mal durchzuhangeln. Natürlich habe ich an verschiedenen Stellen bestimmte Positionen bezogen, die von anderen auch anders gesehen werden, ist klar. Das Buch ist umstritten, man muss halt forschen und sich nach und nach da eine Meinung bilden. Und ich habe auch Wachstum erlebt und sehe heute manches klarer und deutlicher und innerbiblische Zusammenhänge und so. Der beste Erklärungshintergrund, um die Offenbarung zu verstehen, ist natürlich die Bibel selbst, ganz klar. Die prophetischen Stellen im Neuen Testament, aber auch das Alte Testament. Etwa 400 Anspielungen aufs Alte Testament. Und da muss man sich richtig im Alten Testament gut vertraut machen mit den Texten. Dann wird auch hier vieles neu noch aufgehen. Und ich denke, die Erkenntnis wird sich mehren gegen Ende und das darf ruhig Jahre und Jahrzehnte dauern. Das ist kein Problem. Wichtig ist, dass wir dranbleiben und auch verstehen wollen. Und das, was wir verstanden haben, einfach auch tun. Und manches betrifft uns im Moment ja noch nicht, kann aber uns betreffen. Wir wissen nicht, ob wir das Szenario mal erleben da. Ja. Aber wenn man auch so eine trübste Zeit durchgehen müsste, man kann nur einen Tod sterben. Ja. Und wichtig ist, durchzukommen, bei Jesus zu bleiben. Jesus sagt ganz klar, fürchtet euch nicht vor denen, die zwar den Leib töten können, aber darüber hinaus nichts zu tun vermögen. Und als die Christen verfolgt wurden, im 2. Jahrhundert, Hippolytus oder so, was hat er gemacht, als die Christen massenweise getötet wurden? Er war Bischof von vielen Gemeinden und hat große Verantwortung gehabt. Was hat er gemacht? Er hat Jesus groß gemacht und er hat auf die Auferstehung verwiesen und nicht irgendwelche versucht, Kompromisse zu finden, wie man vielleicht sich da durchmogeln könnte. Das war nicht sein Ansatz. Er hat gesagt, wenn es sein soll, dann seid bereit zu sterben für Jesus. Braucht keine Angst, wir werden auferstehen. Und Jesus ist der Sieger. Ja, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können, aber darüber hinaus nichts zu tun vermögen. Ja. Und wie die Tage, so die Kraft. Ja, Gott gibt uns dann die Kraft, wenn es dann auch in der Situation ist. Und die Offenbarung ist nicht nur geschrieben für die, die dann in der Trübsal zufällig leben, sondern zu allen Zeiten entfaltet die Offenbarung ihre Kraft. Und vor allem Gemeinden, die unter Verfolgung leiden, saugen unheimlich viel Trost und Kraft aus diesem Buch. Das ist echt ein Zeugnis. Das ist ein Buch für verfolgte Gemeinde. Zu allen Zeiten.
auch heute und im 20. und 21. Jahrhundert wird massenweise Gemeinde Jesu verfolgt, weltweit. Es ist hochrelevant. Wir im Westen haben das jetzt noch nicht so, im Moment nicht so, aber es gab auch andere Zeiten, ja, wo wir schon hingerichtet worden wären, weil wir uns glaubenstaufen lassen oder so. Ja. Es gab auch andere Zeiten hier in Europa, ja, noch gar nicht so lange her. Und es können auch wieder ganz andere Zeiten kommen. Und wie schnell das umschwingen kann in der Demokratie hin zu autoritären Strukturen, haben wir gerade interessanten Anschauungsunterricht. Ja. Aber weltweit ist das in vielen Ländern so, wo das sich im Moment ändert. Der Wind kann sich mal sehr schnell ändern, so wie es andersrum auch sich geändert hat. Im Kreml zum Beispiel, dass im Kreml Bibel verteilt werden durften. Ich als Kind nie gedacht, ja. Aber ich habe es erlebt. Nach der Maueröffnung sind im Kreml Bibel verteilt worden. Im Haus vom Enver Hoxha, dem ersten atheistischen Staat der Welt, ist eine Bibelzentrale, Bibelmissionsgesellschaft eingezogen in seiner Villa und hat da Bibeln dann großflächig verteilt. Also Gott hat Humor, ja. Gott ist der Sieger. Also es kann schnell in die andere Richtung gehen, aber es kann auch sehr schnell innerhalb von wenigen Jahren in eine andere christliche Richtung kommen. Und irgendwann kommt es auch. Ja? Aber wir wissen nicht, wie wir es erleben. Aber was wir, wie die drei Männer im Feuerofen, die sagen, also wir wissen nicht, wie Gott das macht und ob er uns das Leben rettet oder nicht. Also was wir wissen ist, wir werden das Ding hier nicht anbeten. Amen. Ja, und das ist auch unsere Position. Okay. Ciao.